Hallo Grüße hier zum neuen Video von Lassen Sie es krachen. Und heute lassen wir es zwar nur ganz leise krachen, weil heute wird mit dem Schalldämpfer geschossen. Und wie man sieht, ich bin ein bisschen zittrig, heute noch nicht gefrühstückt. Mauser M18, neu einschießen. Zwei Gründe. Einmal neue Montage. Ich hatte ja vorher so eine ganz große Blockmontage von Aeratec. Die wiegt 280 Gramm. Und das ist eher was für ein Longrange-Gewehr. Fürs Jagdgewehr brauche ich eher was Leichtes jetzt hier. Gerade mit der, die ich ständig am Rumschleppen bin, gibt es jetzt hier von Aeratec ja auch diese leichte Version. Und die wiegt nur 130 Gramm, also knapp nochmal 150 Gramm hier Gewicht gespart. Und genau, die andere Montage kommt auf ein Longrange-Gewehr, was ich mir bauen möchte. Die kann man natürlich auch mal für die Jagd nehmen, wenn es ist, aber hier will ich jetzt wirklich ein bisschen Gewicht sparen. Des Weiteren, Bleiverbot in einem Jagdrevier jetzt schon bei uns, beziehungsweise erst ab nächstes Jahr. Ich möchte jetzt schon mal umrüsten, wo wir auch in das Thema kommen. Wie sind eigentlich meine Bleiwerte? Da kommt in 2 Monaten ein Video dazu. Warum in 2 Monaten? Das sage ich euch in 2 Monaten, warum das so ist. Und ja, da gibt es nämlich Neuigkeiten, was meine Blutbleiwerte angeht. Zumindest bleifreie Munition habe ich mich jetzt entschieden für Brennecke. Und zwar hier das TAC-Geschoss, also das Torpedo-Alternativgeschoss. Brennecke hat ja immer so geile Namen. Es gibt ja die TIC, das Torpedo-Idealgeschoss, die TUC, das Torpedo-Universalgeschoss. Und jetzt hier die TAC, die gibt es glaube ich erst seit 2006 oder so. Das Torpedo-Alternativgeschoss, klingt schon so geil, ist hier ein Bleifrei-Geschoss. Ja, und ich schieße die jetzt auf die Munition ein. Ich finde die halt optisch auch so geil. Ja, ich habe vorher mal Doppelkern geschossen von RWS, aber die war halt mit Blei. Ich baue jetzt mit Bleifrei-Munition. Und ich finde das immer so geil, wenn die so ewig lang hier nach oben gehen. Das schaut so geil aus, wenn man das mal zum Vergleich hier diese Standard-Scheiße hier so. Sieht so langweilig aus. Und das schaut so geil aus. Okay, ja, ihr seht schon, ich habe da ein bisschen eine Macke. Aber, meine ich, haben wir alle. Jetzt fange ich erstmal an, hier mit der Munition hier einzuschießen, damit ich erstmal grob auf die Scheibe überhaupt komme. Ich denke mal, ich habe bloß die Montage getauscht. Ich denke schon, dass ich noch auf der Scheibe bin. Aber jetzt nehmen wir erstmal die günstige SMB, damit ich erstmal auf der Scheibe bin, dass das halbwegs passt, bevor ich damit anfange. Weil hier allein wieder geladen kostet mich trotzdem der Schuss noch hier über 2 Euro. Wenn ich es sonst so kaufe, kostet der Schuss fast 4,50 Euro. Ein einziger Schuss. Das sieht man, wenn man hier 10 Schuss machen will. Das geht ganz schön ins Geld. Ja, dann schauen wir mal, wie es hier läuft. So schaut's aus. Also ich bin zumindest mal auf der Scheibe. Das war der erste, den habe ich gesehen. Das schätze ich mal der zweite, die habe ich alle hier nicht gesehen. Und dann hier gebündelt. Weil das natürlich jetzt eine ganz andere Legierung ist vom Geschoss. Das sogenannte Schmierschuss. Denke ich mal, dass das die ersten beiden waren. Weil vorher ganz anderes Projektil da durchgegangen ist. Und jetzt hat sich dann eingeschliffen quasi im Lauf. Und ich denke, dass das die letzten jetzt waren. Jetzt lasse ich das mal abkühlen. Ich bin zumindest auf der Scheibe. Und dann schieße ich mit meinem TAC-Geschoss. Da werden wahrscheinlich auch die ersten zwei, weil es wieder eine ganz andere Legierung ist vom Geschoss. Die ersten zwei auch wieder voll daneben gehen. Und dann gucken wir mal, wo die sich sammeln. Jetzt bin ich erstaunt über deinen scheiß Schuss, ey. Ich hab das gerade gehört. In dem Moment bin ich gerade abdrücken, mit dem schießt du und ich zucke zu und drück dabei den Abzug. Ja, 100%, den hab ich jetzt. So, das waren die erste Runde ja gewesen hier unten. Ich habe die Scheibe, ihr seht, einfach nur rumgedreht. Die Zahlen sind jetzt verkehrt rum. Und jetzt bin ich genau mittig. Hier, der da, den habe ich verrissen, weil ja neben mir hat es laut bumm gemacht. Ich bin zusammengezuckt und dann war es vorbei. Das sind jetzt die. Also ich gehe jetzt einfach 4 Klicks hoch. Genau auf der 9 habe ich 4 cm Hochschuss und dann passt das. Das klingt mal richtig geil. Das klingt mal richtig geil. Okay, Höhe passt. Und ich habe vorhin schon überlegt, ob noch eine Klicks auch nach rechts zu gehen. Das werde ich jetzt auch noch machen. Auch einer ist ein bisschen wieder verwackelt. Okay, irgendwie das kann man sich noch so viel Mühe geben. Einer geht immer daneben. Und ja, ein Klick nochmal nach unten gehen, ein Klick nach rechts. Dann ist es perfekt, so können wir es lassen. Schön. Bin zufrieden. Montage ist gut. Munition ist super. Können wir wieder rausgehen damit.
So, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig uns das doch bitte mit einem Daumen nach oben und vergiss nicht hier den Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu aktivieren und klick auf alle, dann wirst du auch von jedem neuen Video benachrichtigt. Und check auch gerne mal unsere Videobeschreibung unter jedem Video. Und ein spezieller Dank geht an alle unsere Partner, die uns hier auf diesem YouTube-Kanal unterstützen. Ohne ihnen wäre vieles nicht möglich.